Es ist eine rätselhafte Krankheit, die zurzeit gehäuft auftritt. Betroffen sind Kinder, meist im Kindergartenalter. Hand, Mund, Fuß wird diese Virusinfektion genannt, weil genau da die Symptome auftreten können. Schmerzhafte Bläschen. Und wenn die auch noch in den Mundraum wandern, kann es sein, dass die Kinder nichts mehr essen oder trinken wollen. Ich spreche gleich mit dem Chefarzt der Kinderklinik am Clemens-Hospital in Münster darüber. Vorher sehen wir uns einen ehemaligen kleinen Patienten an. Theo bei seiner Lieblingsbeschäftigung, Laster beladen. Vor wenigen Wochen machte ihm selbst das keinen Spaß mehr. Zunächst wussten wir gar nicht, dass es Hand und Fuß war. Er hatte einfach hohes Fieber entwickelt und war unleidlich. Und am nächsten Tag erschienen dann die ersten Bläschen um den Mund herum. Und dann war uns klar, da auch in der Nachbarschaft Hand und Fuß ausgebrochen war, dass es sich wohl auch bei ihm darum handeln muss. Die Viruserkrankung ist hoch ansteckend. In den meisten Fällen verläuft sie harmlos, so wie bei Theo. Glücklicherweise hatte er keine Bläschen im Mund, sodass Trinken und Essen möglich war. Nur in den Mundwinkeln schmerzte es doch durch die Bläschen. Aber da hatten wir eine Lotion, die wir auftragen konnten. Und dann war auch das Essen und Trinken kein Problem, glücklicherweise. Auch in der Kita St. Margareta in Münster gab es Hand, Mund, Fuß. Obwohl die Krankheit Jahrhunderte alt ist, ist sie kaum bekannt. Ich arbeite seit 4 Jahren hier in der Kindertageseinrichtung und es ist bis jetzt ein einziger Fall, der mir bekannt war. Und vorher kannte ich das selber auch nicht. Hand, Mund, Fuß ist nicht meldepflichtig. Das Robert-Koch-Institut arbeitet zurzeit an einem Merkblatt für Ärzte. Die sollen Eltern künftig besser über die Krankheit informieren können. Denn besonders in Kindergärten weiß man oft nicht, wie man mit der Krankheit umgehen soll. Wir sagen den Eltern auch, dass die Kinder bitte zu Hause bleiben müssen, da das ja die Ansteckungsgefahr auch ist für die anderen Kinder. Und wir hängen auch ein Aushanghaus für die anderen Eltern, dass die informiert sind. Hand, Mund, Fuß. Ein Grund, sein Kind zu Hause zu lassen? Oder so harmlos wie ein normaler Schnupfen? Genau das ist die erste Frage an Dr. Ottfried Debus, Chefarzt der Kinderklinik am Clemens-Hospital in Münster. Harmlos oder nicht, wie schätzen Sie die Krankheit ein, Dr. Debus? Die Krankheit ist im Prinzip so harmlos wie ein Schnupfen, ist allerdings vom Krankheitsgefühl manchmal stärker, weil die Kinder höheres Fieber haben und sich einfach kränker fühlen. Dazu kommen eben doch teilweise erhebliche Schmerzen, die kleinen Bläschen, die dann in so kleine Ulzera, also Geschwüre übergehen, doch verursachen. Und zwar im Mund, aber auch an den Händen und an den Füßen, was der Krankheit ihren Namen gegeben hat. Weiß man denn, welches Kind da jetzt so oder so drauf reagiert? Das ist nicht im Einzelnen vorhersehbar. Das kommt auf verschiedene Faktoren an. Das kommt aufs Alter zum Beispiel des Kindes an. Je jünger die Kinder sind, desto empfindlicher sind sie gegen diese Erkrankung und desto stärker sind die Symptome auch ausgeprägt. Wenn vorher eine Erkrankung, beispielsweise ein Schnupfen, besteht, wird die Krankheit auch stärker ausgebildet sein. Und je älter die Kinder werden, desto harmloser wird es. Und es geht manchmal auch ganz unbemerkt vonstatten. Also man kann es einfach nicht vorhersagen. Was raten Sie denn Eltern, wenn erste Symptome auftreten, was sollen die tun? Ja, im Prinzip ist das oberste Gebot bei dieser Erkrankung Hygiene. Sie wird übertragen durch Schmierinfektionen. Das heißt, es muss irgendeine Art von Flüssigkeit, das kann Speichel sein, das kann auch Schweiß sein, das können Absonderungen von diesen Bläschen sein. Aber es kann auch über einen Stuhl, also auch über Toiletten übertragen werden. Und wenn nicht wirklich sehr stark auf Hygiene geachtet wird, also häufiges Händewaschen, dann wird die Krankheit leicht übertragen. Das heißt, ansteckend ist das Kind, solange eben die Bläschen da sind? Ja, also meistens ja. Also alles, was offen ist, also die Geschwüre, die sind auch noch ansteckend. Das geht in der Regel auch relativ schnell vorbei. Also man sagt, vom Anfang der Krankheit bis zum Ende der Ansteckungsgefahr vergehen so etwa eine Woche. Wie ist das denn mit Geschwisterkindern? Können die trotzdem zum Beispiel in den Kindergarten gehen? Wie sollen die Eltern sich da verhalten? Ja, also grundsätzlich würde ich schon sagen, solange das Geschwisterkind nicht krank ist, kein Krankheitsgefühl hat, kein Fieber hat und natürlich auch kein Bläschen hat, würde ich es auch in die Schule oder in den Kindergarten schicken. Mhm. Es gibt keine Medikamente direkt gegen die Krankheit, es gibt Mittel zur Linderung. Kurz zum Schluss, was halten Sie davon? Manche Eltern geben ihren Kindern Aspirin, damit sie sich ein bisschen besser fühlen. Ja, also Aspirin ist ganz gefährlich, generell im Kindesalter und gerade bei diesen Viruserkrankungen sollte man es tunlichst vermeiden, weil es eben schwere Folgeerkrankungen zur Folge hat.
haben kann. Wenn es den Kindern sehr schlecht geht, ein hohes Krankheitsgefühl da ist, Fieber da ist, dann empfehlen sich die üblichen Fiebermittel, Paracetamol, Ibuprofen. Gut. Dr. Debus, danke schön für das Gespräch, für die Informationen.